alle ein bisschen sortiert. Ihr macht euch ja keine Vorstellung, was da hinten los ist, verstehst du? Es ist der Wahnsinn. Wenn der FC Bayern München mit euch, seinen Fans, diesen 23. Meistertitel feiert, und ich habe es vorhin schon im Stadion gesagt, ihr habt es alle gehört, wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch was zu tun in dieser Saison. Das ist erst ein kleiner Schritt. Und die Mannschaft des FC Bayern ist wirklich gewillt, diese letzten beiden Schritte zu gehen, die wir brauchen, um das zu schaffen, was noch nie eine deutsche Mannschaft geschafft hat. Und der FC Bayern hat das Zeug dazu in dieser Saison. Der Gewinn des Trippels! Dazu spielen wir in zwei Wochen in London, im legendären Wembley-Stadion. Und eine Woche später in Berlin das DFB-Pokalfinale. Aber heute, jetzt und hier mit euch, und es ist jedes Mal der Wahnsinn. Danke, liebe Bayern. Feiern wir den Meistertitel. Ich werde euch die Spieler rausholen. Ihr kennt sie alle. Sagen wir soweit, jawohl, ein Blick zur Tür. Da fangen wir einfach an mit zwei unserer Youngster, die dazugehören. Pierre-Emil Heuberg und Maximilian Riedmüller. Hier, das ist die Zukunft. Der auch zum Einsatz gekommen. Lukas Hilder und Emre Can. Emre, Lukas. Santa Cruz, ja. Santa Cruz. Está atrás Santa Cruz. Santa Cruz. Ein Mann mit italienischen Wurzeln, aber bayerischer als so mancher Bayern. Unsere Nummer 26 aus Oberframmern hier da, Diego Contento. Zu wissen, dass beim FC Bayern München nur erstklassige Fußballer sind. Auch er hat sein Tor sauber gehalten, wenn er zum Einsatz kam. Er ist ein Vorzeigeprofi. Wir sind so froh, dass er bei uns ist. Unsere Nummer 2 Tor, Tom Starke. Es wird beim FC Bayern auch Portugiesisch oder Brasilianisch gesprochen. Gott sei Dank, dazu auch noch später mehr. Aber auch danke an unsere Nummer 13, Rafinha! Der Mann hat noch eine große Zukunft vor sich. Schön, dass er bei uns ist. Xherdan Shaqiri! Es ist auch immer wieder gut zu wissen, dass man da auch einen Mann hat, der weiß, wie es geht. Der seinen Land Fußballer des Jahres ist, Kapitän seiner Nationalmannschaft, der da nichts anbrennen lässt. Unsere Nummer 44, Anatoli Timoschko. Schönes Tor gemacht. Wir wissen, was er kann. Seine Schusstechnik. Er ist ein Top-Fußballer. Gut, dass er das rote Bayern-Trikot trägt mit Nummer 30. Luis Gustavo! Wenn er in der Innenverteidigung
Verteidigung steht, Freunde. Da muss erstmal jeder lebend an ihm vorbei. Jawohl, der Mann ist ein Fels in der Brandung. Unsere Nummer 17, Jerome Boateng. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Bayern, aber ich habe ein paar Jahre hier in München so einen richtig guten Pizza-Service vermisst. Und ich war sehr froh, als er dann wieder prompt geliefert hat. Ihr wisst alle, von wem ich rede. Unser Wiederkehrer, und er hat nichts verlernt. Ein geiler Typ. Unsere 14, Claudio Pizarro. Lange. Er hält hinten dicht und wenn es brennt, macht er vorne die Tore. Er ist einer, der auch wirklich den FC Bayern im Herzen trägt. Schon so lange bei uns und auch einer meiner Lieblingsspieler, weil er einfach da ist, wenn man ihn braucht. Unsere Nummer 5, Daniel van Beusel. Dieser Saison aus Wolfsburg. Und dann kommt er hierher zum FC Bayern München, reißt sich, Entschuldigung, den Arsch auf, schießt wahnsinnig viele Tore. Was für ein Einstand. Unsere Neuen, Mario Mandzukic. Für ein Getöse, als er verpflichtet wurde. Da gab es in Deutschland nur ein Gesprächsthema. Ja, bist du deppert? Er hat gezeigt, was er kann. Und ich bin so froh, dass er bei uns ist. Und das Beste wird noch kommen. Ich bin mir sicher. Muy bien. Señores y señoritas. Unsere Nummer 8, Javi Martínez. Das wissen wir alle. Einer der großartigsten Fußballer in diesem Lande. Was hat er für tolle Leistungen gebracht? Was hat er für Tore geschossen? Er ist wieder auf dem Weg der Besserung nach seiner Verletzung. Aber es ist auch dein deutscher Meistertitel. Unsere 39, Toni Kroos. Der Mann hat nur einen einzigen Fehler, ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht ein Nachteil, dass er nicht für die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen kann, weil er aus Österreich kommt. Da bist du deppert. Bussi, bitte danke. Ich liebe ihn. Unser David. Aber er ist wieder auf dem Weg der Besserung. Er wird zur neuen Saison wieder voll einsteigen. Er ist einer der besten deutschen Abwehrspieler. Er ist ein Bayer. Er ist unsere Nummer 28, Holger Badstuber. Es gibt auch noch ein Synonym für Tor beim FC Bayern München.
Der Mann ist erhaben über jeden Zweifel. Wenn er spielt, trifft er. Und das so oft in den letzten Jahren. Und wir haben ihm viel zu verdanken. Glückwunsch zu diesem Meistertitel. Unsere Nummer 33, Mario Saison aus einer kleinen Stadt namens Mönchengladbach. Und ich glaube, er hat sich das in seinen kühnsten Träumen auch nicht träumen lassen, dass er so eine Saison hinlegt. Stammspieler von Anfang an. Es gibt schon seine Frisur als Perücke. Sehr beliebt. Ihr wisst, von wem ich rede. Tout bien, tout bon. Unsere Nummer 4. Danke! Einer von uns, er ist ein Bayer. Er kommt aus Oberbayern, aus Pel. Er kommt aus der eigenen Jugend und ist mittlerweile einer der bekanntesten und besten Fußballer der Welt. Was soll ich denn noch sagen? Unsere 25, Thomas! Wenn er am Ball ist, dann haben die gegnerischen Abwehrreihen Angstschweiß auf der Stirn. Und womit? Mit Recht. Thomas, pass auf, lass die Schale in den Fall. Meine Damen und Herren, ich glaube, nie war er so wertvoll wie heute. Auch was die kommenden Aufgaben angeht. Die Nummer 10 beim FC Bayern München. Arjen Robben! Spricht jemand Französisch? Oui! Komm, wir machen es kurz! Er ist einer der besten Fußballer der Welt! Er ist ein geiler Typ! Er ist Bayern München! Unsere Tore und halten hinten nicht. Wir wussten ja schon immer, dass er eigentlich der Beste ist. Aber dass er dann so überhaupt kein Tor zulässt oder eine lächerliche Anzahl von Gegentoren, dass er der Garant ist von diesem Erfolg, das ist doch unbestritten. Es ist seine erste Meisterschaft. Wir freuen uns alle mit ihm. Gut, dass du bei uns bist. Unsere Nummer 1, Manuel! Wir können so stolz sein, weil in unserer Mannschaft auch so viele Spieler spielen, die aus der eigenen Jugend kommen, die ihren Weg in Bayern gemacht haben, hin zur Weltspitze. Dann ist er das beste Beispiel. Mittlerweile schlägt sich jeder Verein der Welt alle Finger nach ihm ab. Aber wir gehen ihn nicht her. Unsere Nummer 31, Bastian! Thank you.
ja immer für eine Überraschung gut. Deswegen darf ich jetzt und hier, und ihr seid die Ersten, die es erfahren. Und alle, die uns jetzt in Deutschland zuschauen, am TV. Es gibt eine kleine Sensation. Der FC Bayern hat einen neuen Spieler verpflichtet für die neue Saison. Einen Brasilianer, von dem wir uns sehr viel erhoffen, weil wir glauben, dass er das Zeug hat, hier durchzustarten. Ich darf euch diesen Mann jetzt vorstellen. Er ist hier. Der Mann heißt Giovanni Elber. Damit er sich einrollen kann. Ach Freunde, wir haben alle unsere Legenden da. Ich hole sie gleich auch noch dazu. Aber jetzt mal ganz ernst. Das ist die Mannschaft. Das sind die geilen Fußballspieler, die das möglich gemacht haben. Aber natürlich gibt es da auch ein Trainerteam, ein Trainerstab. Das sind die Jungs, die jeden Tag mit dem Burschen arbeiten, die auch massiv zu diesem Erfolg beitragen.